Jeder kennt Münchhausen und jeder hat eine ganz genaue Vorstellung. Wie saß er zum Beispiel auf der Kanonenkugel? Man lässt sich fotografieren, junge Männer sogar mit Freude in einer heroischen Haltung. Und manch andere sitzt eher ein bisschen ängstlich drauf. Was ist eigentlich richtig? Das Bild, was wir von Münchhausen haben, kommt ganz eindeutig von der Abbildung Hans Albers auf der Kanonenkugel. Und Grundlage ist dieses so unscheinbare Buch, was wir bei uns im Museum liegen haben. Das Originaldrehbuch des Filmes Münchhausen. 1943 gedreht, aber man sucht vergeblich nach einem Namen. Wer war der Autor des Drehbuchs? Einige Insider wissen es genau, wenn sie in das Museum kommen. Nicht, weil sie sich mit Münchhausen so gut beschäftigen, sondern mit einer Filmproduktion der UFA in Babelsberg oder mit Erich Kästner. Na, das ist mysteriös. Erich Kästner schreibt ein Drehbuch für einen Film 1943. Der hat doch seine eigene Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 miterlebt. Er war sogar anwesend. Er gab sich selber ein Pseudonym, weil es keiner rauskriegen sollte, dass er den Auftrag bekam. Und das Pseudonym wurde auch verboten. Er nannte sich nämlich Berthold Bürger. Bürger ist klar, der hat ja die Geschichten geschrieben. Und Berthold Brecht, natürlich, das ist eine Anspielung. Berthold Brecht sagte seinerzeit in dem Schauspiel Galileo Galilei, es steht schlecht um ein Land, was Helden braucht. Dieser Film war ein monumentales Werk. 6,6 Millionen deutsche Reichsmark hat er gekostet und er sollte in die ganze Welt verbreitet werden. Kästner hat sich auf den Auftrag eingelassen. Man dachte, er ist einfach der beste Geschichtenerzähler, was ja auch stimmt. Aber ein Märchen wie geplant ist es nicht geworden. Wie Sie an meinen Zetteln hier sehen, das Buch ist gespickt mit sehr mutigen Aussagen. Eine der berühmtesten ist in diesem Dialog zwischen einem Grafen und Münchhausen. Münchhausen sagt ihm, in einem werden wir zwei uns nie verstehen, in der Hauptsache, sie wollen herrschen, ich will leben. Abenteuer, Krieg, fremde Länder und Frauen, ich brauche das alles, sie aber missbrauchen es. Nun muss man nicht glauben, dass Goebbels bei der Premiere das nicht gemerkt hätte. Sie haben es zugelassen, um vor dem Ausland als liberaler Herrscher dazustehen. Aber das ist nicht die einzige Bemerkung. Wir haben noch ganz viel, zum Beispiel eine Bemerkung wie die Oper ist aus. Oder eine Bemerkung wie Braunschweig, wenn eines Tages die Welt untergeht, nicht wenn sie untergehen würde. Ein Märchen ist es auch nicht, weil es keine zusammenhängende Handlung hat. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es erinnert an ein Stationendrama. Es ist gespickt mit Abschied nehmen. Erfahrungen, die im Kriegsdeutschland weit verbreitet waren. Münchhausen nimmt Abschied vom Vater, er nimmt Abschied von der Katharina der Großen, er nimmt Abschied von seinem Leibdiener und so weiter und am Schluss Abschied von sich selber. Aber worin liegt nun der eigentliche große Fehler des Filmes? Er prägte das Münchhausen-Bild entscheidend. Dabei legt Erich Kästner seinem Münchhausen schon selbst folgende Worte in den Mund. Jeder weiß von ihm. Niemand kennt ihn. Und keiner kann auf die Frage antworten, was war Münchhausen für ein Mensch? Im Film ritt er auf einer Kanonenkugel. Im Jubiläumsjahr 2020 hat man sich bemüht, das Bild zu revidieren. Neuveröffentlichungen hat es gegeben. Und sie wollten der Sache gerecht werden. Münchhausen reitet oder fliegt nicht auf einer Kanonenkugel. Nein, viele fliegen um ihn herum. Und er fliegt nicht heroisch los, sondern er bekommt Angst, wechselt die Kugel und fliegt zurück. Und es war gerade Erich Kästner, der das Bild
was aus dem Film entstanden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, in dem Kinderbuch revidierte. Während des Sausenflugs wuchsen allerdings meine Bedenken. Hinein kommst du leicht, dachte ich, aber wie kommst du wieder heraus? Man wird dich in deiner Uniform als Feind erkennen und an den nächsten Galgen hängen. Diese Überlegungen machten mir sehr zu schaffen. Und als eine türkische Kanonenkugel, die auf unser Feldlager gemünzt war, an mir vorbeiflog, schwang ich mich auf sie hinüber und kam, wenn auch unverrichteter Sache, so doch gesund und munter wieder bei den Meinen